Hallo, hallo. Es ist 18 Uhr und ich bin live in meinem Garten. Das hat wieder geklappt. Und ich hoffe, dass dieses Mal der Ton besser ist. Ich habe nämlich eine Sprachoptimierung gemacht. Und jetzt hoffe ich auch, dass ich dann bald mal irgendwelche Kommentare sehen kann. Aber ich sehe schon, eine Person ist da. Herzlich willkommen. Ich sehe noch nicht, wer das ist, aber wir fangen einfach ganz gemütlich an. Und zwar muss ich jetzt noch mal kurz aufpassen, dass meine Katzen sich nicht catchen. Alles gut. Okay, also Monatsmotto Ärmel Teil 2. Ich habe euch ja letzte Woche gezeigt, aus welchem Material ich mein Projekt machen möchte. Und zwar ging es darum, dass ich einen besonders schönen Ärmelabschluss schon vor längerer Zeit gefunden habe. Den könnte ich euch jetzt eigentlich noch mal zeigen, ne? Hallo Esther, jetzt kann ich was sehen. Super. Das ist am Anfang immer so ein bisschen irritierend, wenn ich nichts sehe, aber jetzt sehe ich schon mal eine Nachricht. Das ist natürlich toll. Ich zeige euch, ich gucke gerade noch einmal kurz, wo der Ärmel ist, den ich diesen Monat machen möchte. Genau. Also das war das Stück, was ich mir ausgesucht hatte und vorgenommen habe für mein Projekt in diesem Monat. Und das hat ja ein bisschen gedauert, bis ich das umsetzen konnte, weil ich nicht so richtig wusste, welches Material, welcher Schnitt. Das war sowieso noch so eine Sache. Und ja, ich bin jetzt also tatsächlich in dieser Woche ganz schön weit gekommen, finde ich. Das heißt eigentlich erst zum Schluss. Und habe das Kleid. Moment. Das Kleid, das ich auseinandergeschnitten habe, tatsächlich zu einer Jacke verarbeiten können. Also das ist jetzt so auf dem Weg. Hallo Ines, hallo Inge, hallo Marianne. Super. Okay, also. Und dieses Kleid habe ich euch, glaube ich, einmal gezeigt in der Ankündigung. Ich muss mal gerade schauen, wo ich das habe. Ja, genau. Also, ich habe mir das angezogen, ne? Ja, und das ist eben dieses Kleid, das ist so ein bisschen, halt, mal kurz gucken. Ja, halt so sehr irgendwie bieder. Also, ich hätte eigentlich nicht so richtig gewusst, wozu ich das anziehen soll. Es ist so ganz nett, es ist auch eine gute Qualität, aber irgendwie ist es einfach nicht so meins. Ja, und dann habe ich das auseinandergeschnitten. Und es war eine ganz schöne Tüftelei. Hallo Esther, mein Garten, ne? Ich bin so froh. Es hat nämlich heute immer wieder geregnet und ich dachte schon, was mache ich nur, wenn ich jetzt nicht im Garten sein kann? Vielleicht unterm Regenschirm oder so, fände ich auch ein bisschen romantisch, aber so ist natürlich besser. Okay, also, ich habe das Kleid auseinandergeschnitten. Und es hatte Gott sei Dank in diesem unteren Bereich ganz schön viel Weite. Also ich habe den ganzen unteren Rockteil für die Jacke verwendet. Ich wusste natürlich, ich habe mir erst mal überlegt, welchen Schnitt ich verwenden möchte. Und zwar habt ihr vielleicht gesehen, nein, ich habe das noch nicht gepostet, aber ich habe es im letzten Live euch einmal gezeigt an der Puppe. Das ist eine Webware von den Stoffjunkies und daraus habe ich mir eben diese schöne Bluse genäht. Und ich habe jetzt diesen Schnitt aus dem Schnittmuster perfekt anpassen für Oberteile wieder verwendet, um eine Jacke zu machen aus dem tollen Feinkord. Und ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal mit euch dahin zur Puppe. Augenblick mal eben. Jetzt müssen wir mal wieder hier umdrehen.
So, also, da habe ich jetzt euch einfach mal das Ergebnis von der einen Woche auf meine Puppen gehängt. Und ja, ihr seht schon, das ist natürlich noch so die Rohform, aber ich habe immerhin schon heute auch ein Futter dazu gemacht und bin ganz happy, weil das hat eigentlich ganz gut geklappt. Das ist so ein flutschiger Stoff, aber der hat irgendwie eine sehr, sehr schöne, ja, ein schönes Design. Und ich dachte mir, das passt irgendwie schon ganz gut zusammen. Hallo Carina, herzlich willkommen in meinem Garten. So, ich bin gerade dabei zu zeigen, was jetzt in dieser einen Woche entstanden ist. Also erinnert ihr euch, wer letztes Mal dabei war, an das Kleid. Ja, und ich habe jetzt eben eine Jacke, also einen Blazer mit Brustabnähern und Taillenabnähern gemacht. Also ich habe einfach nochmal den Schnitt verwendet von meiner Bluse von letzter Woche. Ich zeige euch das einmal kurz hier. Ne? Also Brustabnäher, dann einmal die Ärmel dran, hier ist ein Taillenabnäher. Hier habe ich jetzt schon so diese Materialien dran gehängt, die ich mir ausgesucht habe für den Ärmelabschluss. Ja, von hinten ist die auch ganz schön geworden. Ne? Also mir gefällt das echt. Mir gefällt das schon ganz gut, muss ich sagen. Hinten ist bei diesem Schnitt ein kleiner Schulterabnäher und hier ein Taillenabnäher nochmal. Und ich habe das vorne so ein bisschen abgerundet. Fand ich ganz schön. Ich bin auch sehr gespannt darauf, wie ich das alles verstürzen werde. Naja, und dann war die Frage, füttern oder nicht füttern. Aber irgendwie, hallo Vera, hallo Sabine, hallo Frauke. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, und ich bin einfach darauf gekommen, dass ich halt doch ein Futter mache. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich in den Ärmeln auch was mache, weil die Ärmel jetzt nicht so weit sind und es ist vielleicht gar nicht unbedingt braucht. Es ist wirklich ein ganz dünnes Material. Ja, und das ist so mein Fortschritt. Ich habe dann gedacht, naja, also diesen Taillenabnäher hier bei dem Futter hätte ich mir wahrscheinlich auch sparen können. Aber ich habe dann einfach... Ja, ich habe einfach den Schnitt so gemacht, wie er eben ist, auch hinten, ne, mit den Schultern abnähern und so weiter. Also einfach alles so wie auch bei der Jacke. Und tja, ich bin jetzt mal gespannt, wie ich da weiter vorgehe. Also ich möchte ganz gerne, glaube ich, noch Taschen machen hier unten. Vielleicht so Paspeltaschen. Und natürlich einen Kragen, eventuell einen Stehkragen. Ja, das ist der Plan. Oder einen Kragen mit Steg. Mal gucken, ich weiß es noch nicht. Hallo Marianne. Danke Carina. Meine Güte, das war eine Tüftelei. Ich habe nämlich erst gedacht, ein Futter in den Ärmeln hat den Vorteil, dass du leichter reinkommst. Okay, ja. Ich überleg mal. Ja. Okay, also, das ist mein Fortschritt. Ja, soweit. Genau. Vorne ein bisschen abgeschrägt, habe ich eh schon gesagt. Okay, eine Sache wollte ich euch jetzt gerade noch zeigen, weil ich hier noch eine Puppe habe. Ups, Moment, ich muss über einiges rübersteigen. Kann man mich eigentlich gut verstehen? Ich habe nämlich extra diese Sprachoptimierung eingeschaltet zum Thema Reißverschluss. Es ist mir so einiges durch den Kopf gegangen. Das ist jetzt hier zwar ein seitlicher Schlitz, aber man kann natürlich auch wunderbar an Ärmeln solche Elemente einbauen. Ne? Abgesehen davon, dass ein Ärmel aus Spitze oder aus so einem Ausbrenner auch super schön ist. Ne? Das war jetzt nochmal so ein kleiner Ausflug. Okay, gut. Ja, ein Verschluss. Ich wollte Knöpfe machen. Ja, das ist mal von hier. Ich mache Knöpfe und da muss ich nochmal schauen. Es sind ja an den
Ärmelabschluss sind bestimmte Knöpfe vorgesehen, da muss ich mal gucken. Ja, darüber habe ich mir jetzt noch gar nicht so Gedanken gemacht, aber ich habe das auch alles hier mit Flieseline verstärkt, ne? Damit ich mit den Knopflöchern auch keinen Ärger bekomme, hier genauso. Hatte ich nur die helle Flieseline. Ja, aber das ist jetzt mal so das und ich glaube, da bin ich jetzt ganz zufrieden erstmal damit. Und ich lasse es jetzt, glaube ich, so ein bisschen ruhen und werde dann das weiter angehen. Vielleicht die Taschen erst oder so. Okay, gut. Das ist jetzt mal so mein Fortschritt. Einmal drehe ich die Kamera wieder um. So, also. Ja, das wollte ich euch gerne zeigen. Habt ihr denn eigentlich auch schon irgendwas im Kopf? Oder gibt es eigentlich Ärmelformen, die ihr besonders mögt? Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich den Raglan-Ärmel sehr gerne mag, weil der halt hier vorne diese Naht in den Halsausschnitt hat. Und ich finde, das sieht irgendwie elegant aus. Und ich habe jetzt vorgestern, habe ich noch mal ein bisschen überlegt, was man denn jetzt so alltagsmäßig mit Ärmeln machen kann. Also so, dass es jetzt nicht so wahnsinnig ausgefallen ist, sondern vielleicht eher so ein cooles Designelement. Inge hat was im Kopf, aber noch nicht in Arbeit. Okay, ist ja noch ein bisschen Zeit, ne? Und sonst ist es ja auch über den Monat hinaus eigentlich ganz schön. Im Kopf habe ich schon viele Ideen, aber mein Vorsatz ist, dass ich erst die Ufos reduziere. Ja, genau. Das ist sicher immer. Moment, ich muss mal gucken. Das ist was. Ufos. Da habe ich Gott sei Dank gar nicht so viele. Also gar nicht viele. Aber irgendjemand hat doch jetzt an einem Ärmel, genau, die Annette. Die Annette hat an ein fertiges Teil nochmal unten einen super schönen Abschluss gemacht mit einer Spitze. Das fand ich auch total schön. Und ach, wer hat denn noch schon was gemacht? Die Gabi hat heute was gezeigt mit einem Gitter hier oben. Dann hat, wer war das jetzt noch wieder? Mit dieser tollen Leiste hier an der Seite, die auch so schräge Bänder drin hat. Das fand ich auch total schön an einer Tunika. Also es sind schon ein paar richtig schöne Sachen entstanden, finde ich. Und hallo Rosi. Hi. Ich habe den anderen schon mein Ergebnis von der Woche gezeigt. Vielleicht gehe ich am Ende noch mal kurz dahin. Sonst musst du von Anfang an den noch mal angucken, das Ganze. Also, ich habe gestern mal überlegt, was denn so alltagstaugliche Lösungen sind für Ärmel. Und habe mir überlegt, allein das Element Reißverschluss bietet ja schon so viele Möglichkeiten. Und zwar sowohl als Reißverschluss mit einer Funktion, als auch einfach nur als Leiste, als Band, als Hingucker sozusagen. Ja, Carina, ich habe heute auch zugeschnitten, aber trust the process. Weiß noch nicht ganz, wie der Armabschluss wird. Okay, das ist mal interessant, wenn man es noch nicht vorher weiß, finde ich. Also das ist ja immer so Schritt für Schritt und manchmal ergibt sich dann an einem bestimmten Punkt nochmal was ganz anderes oder da biegt man dann nochmal ab, ne? Das kenne ich ja auch. Also das ist jetzt bei diesem Teil auch wieder so, wenn ich dann, wie jetzt praktisch mir rausgesucht habe, ich möchte den und den Schnitt machen, dann gucken, welche Taschen passen da zum Beispiel dazu. Das ist ja auch immer unterschiedlich, ne? Also ich bin gespannt, was dabei rauskommt und natürlich welcher Ärmelabschluss oder welcher Ärmel das dann letztendlich sein wird. Okay, also nur mal zum Thema Reißverschlüsse und Ärmel. Ich habe euch, jetzt müssen wir mal schauen,
ob ihr das sehen könnt. Letztes Mal hatte ich ja das iPad und das hat ein bisschen gespiegelt. Jetzt mache ich es mal so. Erstmal zeige ich euch das, was ich im letzten Jahr in mein Designbuch gemalt habe, um vielleicht in der NEWG davon einiges zu machen, ne, umzusetzen. Aber dazu ist es leider nicht gekommen. Ne? Ihr seht schon, hier ist so eine Möglichkeit mit einer zusammengefassten, mit einem zusammengefassten Rand hier, sodass sich hier sowas wie eine Falte ergibt. Dann habe ich hier eigentlich so einen längeren Schlitz. Und da auf der anderen Seite hier, das soll die Möglichkeit sein, die ich jetzt gerade so in Arbeit habe. Ja, also, Dankeschön, Vera. Ich habe jetzt auch echt lange nicht mehr gezeichnet und habe euch aber so Skizzen mal gemacht gestern von meinen Ideen. Ah, da kann man aber ganz gut sehen, oder? Ja. Wo ich mir nur Gedanken gemacht habe zum Thema Reißverschluss. So, und zwar ja, ich muss das mal wieder machen. Also ich habe das bei der NEWG habe ich ganz schön was weggezeichnet sozusagen, so nach Foto, und das hat richtig Spaß gemacht. Ja, und jetzt habe ich eben gerade in den letzten paar Minuten habe ich nochmal hier habe ich meine Gedanken zusammengefasst. Und zwar, was man mit einem Ärmel und einem Reißverschluss alles machen kann. Man kann ja zum Beispiel auch an einem Ärmel eine Tasche einbauen. Also gerade bei Jacken habe ich das schon oft gesehen. Moment. Könnt ihr das gut sehen so? Habe ich schon oft gesehen, zum Beispiel bei einer Jacke, dass hier oben so eine Längstasche ist. Okay, danke schön. Ne? Längstasche mit Reißverschluss. Gibt's oft, finde ich. Ne? Geht zwar nicht viel rein, aber das ist ein ganz schönes Element bei so sportlichen Jacken. Ne? Dann habe ich auch schon öfter mal gesehen, bei Shirts, glaube ich, oder auch bei so Sportjacken, dass man hier unten so ein kleines Reißverschlussfach hat. Hallo Annette, wo dann zum Beispiel ein Schlüssel reinkommt oder so. Ne? Also sehr funktionell, auch was am Ärmel. Okay, und dann habe ich hier in der nächsten Reihe mal überlegt, welche Möglichkeiten mit einem Reißverschluss ohne Funktion, einfach nur praktisch als Band. Und da gibt es hier, habe ich als erstes hier unten praktisch so ein Armabschluss, den man vielleicht ein bisschen hinterlegen könnte. Ne? Und das Ganze dann hier auch mit mehreren Höhen. Hier einfach in Form von Streifen. Hallo Annette. quer. Und zwar dann halt nur eine, also praktisch eine Hälfte von dem Reißverschluss. Ich habe manchmal sowas übrig und das ist ja vielleicht das ist dann auch eine ganz gute Möglichkeit. Ne? Also Querstreifen hier mit einem kleinen Reißverschlussband. Dann natürlich auch längs von oben runter. Ne? Hier nur als Designelement ohne Funktion. Und dann könnte man natürlich auch noch schräg hier was machen. Da habe ich dann gerade aber beim Zeichnen überlegt, ja, wie geht denn das? Wie sieht denn das dann auf der Rückseite aus? Also, ich weiß nicht, ob das so machbar ist. Also von vorne schaut es ja ganz cool aus, ne? Oder ich dachte so in der Spirale vielleicht. Also einfach nur ein Reißverschlussband irgendwie aufgenäht. Ja, und hier wäre dann noch eine Möglichkeit, wo der Reißverschluss direkt auch eine Funktion hat. Das heißt hier unten, das gibt es ja auch oft bei Hosen zum Beispiel, dass die Hose entweder eng geschlossen werden kann, wenn der Reißverschluss zu ist, und dann ist dieser Reißverschluss hinten so unterlegt. Und das kann man auch gut bei Jacken machen, finde ich. Sieht sehr gut aus. Und natürlich wäre das vielleicht auch als richtig so ein langes Element vorstellbar und dann einfach, ja, vielleicht was auch immer für ein anderes Material dahinter. Ne?
oder auch einfach nur offen. Das würde ja vielleicht auch gehen, ne? Ja, und dann gibt es ja auch noch die abnehmbaren Ärmel, ne? Das gibt es auch an Hosen, aber es gibt zum Beispiel auch Jacken, die man zu Westen machen kann. Das ist mir auch noch eingefallen. Da ist dann hier oben oder hier halt hier einfach so in der Hälfte. Ja, genau. Und was noch? Das letzte ist einfach noch der Raglanärmel. Da hatten wir schon irgendwie diese Querbänder, die man ja auch mit Ziernähten machen könnte, hier mit Reißverschlussbändern. Ne? Sieht vielleicht auch richtig cool aus. Und natürlich dann in der Raglan-Naht. Ja, also, das waren jetzt einfach mal so meine Ideen zum Thema Ärmel und Reißverschluss. Ne? Also allein mit diesem einzigen Designelement, finde ich, kann man schon total viel machen. Und ich bin ja gespannt, ob diesen Monat noch so kommt, weil dieses Feld ist unglaublich. Also ich kann ja leider nur diese eine Jacke machen im Moment, aber ich habe mir schon einige Sachen rausgesucht, die ich auf jeden Fall auch ausprobieren möchte. Auch so ein bisschen, ja, aufwendiger, so ein bisschen abgefahrener. Ich muss leider los. Vielen Dank für deine Ideen und das Zeigen deiner Jacke. Bitte, liebe Inge, viel Spaß und ja. Ich glaube, das war schon so ziemlich alles. Ich wollte ja euch in erster Linie mal zeigen, wie der Fortschritt ist. Irgendjemand hatte das jetzt noch nicht gesehen. Ich werde noch einmal die Kamera drehen. So, und gehe noch einmal zum Abschluss hier zu meiner Jacke und dem Futter, wo ich noch überlege, ob ich jetzt das Futter mit oder ohne Ärmel mache. Mal schauen. Dann werde ich da, wie gesagt, noch Taschen links und rechts einfügen, einen Kragen. Ja, und dann kommt der Ärmelabschluss. Ich kann da relativ schnell damit anfangen, aber das ist mir dann unsinnig vorgekommen. Wenn dann irgendwas nicht passt, dann passt dieser Ärmel da vielleicht nicht rein und dann habe ich mir die ganze Arbeit umsonst gemacht, ne? Ja, also soweit meine Gedanken und meine Ideen und mein Fortschritt. Und ich weiß jetzt noch nicht, ob das nächste Woche Montag wieder so klappt. Aber ich werde euch rechtzeitig Bescheid sagen. Es wäre ja schon toll, ne? Dann hätte ich das auch fertig. Ich muss mich nämlich noch an andere Sachen machen. Ja, mal gucken. Ich gebe wieder rechtzeitig am Wochenende Bescheid. Und sonst hört ihr einfach von mir, ob ich jetzt noch einmal live gehe oder ob ich einfach dann euch die fertige Jacke präsentiere. Mal schauen, wie sich das alles so ausgeht. Und natürlich bin ich total gespannt, was jetzt einfach von euch noch kommt. Ich fand schon die paar Sachen, die ich gesehen habe, die fand ich wirklich sehr inspirierend. Auch mit diesen Bändern, mit der Spitze, mit dem breiten, mit dem langen Schlitz. Also wirklich, ja, einfach sehr besonders. Und das freut mich total. Ne? Das ist einfach mal was anderes. Hallo Kerstin. Wir sind schon fast am Ende. Ich habe alles gezeigt und meine Ideen noch mal so zum Thema Ärmel und Reißverschluss euch ein bisschen aufgedröselt. Ja, ich bin schon so weit. Ich habe jetzt ein bisschen Gas gegeben, weil das sonst einfach immer so ist, dass ich ewig überlege, wie ich welche Lösungen haben möchte. Und es war ein bisschen schwierig, weil ich ganz knapp nur das Material nutzen konnte. Ich hatte eigentlich vor, die Ärmel von dem ursprünglichen Kleid zu verwenden. Aber weil die Ärmel ja unten eher eng sind,
bei dem Kleid und einen Schlitz hatten, war das jetzt einfach im Ganzen zu wenig Material. Das heißt, ich habe aus dem Rockteil unten, der ja sehr stark gerafft war im unteren Bereich, ne, aus dem habe ich sowohl das Vorderteil, das Rückenteil und die Ärmel machen können. Also das war wirklich Millimeterarbeit. Und aus dem Rest kann ich jetzt eben Kragen, Manschetten, Taschen, genau, das ist ja eh schon. Also die Jacke ist im Grunde schon ziemlich fertig, in Anführungsstrichen, aber die Details, die brauchen ja oft immer noch mal ganz schön viel Arbeit, ne? Ja, soweit. Also wenn ihr keine Fragen mehr habt, ich gucke jetzt noch mal kurz durch. Da war gerade eben irgendwas. Augenblick. Was für Puppen hast du? Meine Puppen, die habe ich aus dem Internet. Die habe ich von den Kleinanzeigen. Und zwar ging es mir da gar nicht mal so sehr darum, dass die jetzt wirklich optimal passen. Also das sind schon Puppen, die so an meine Figur rankommen. Die sind aber teilweise die sind schmaler. Aber es ist ja immer besser, als wenn sie breiter sind, sonst passen meine Sachen da ja nicht drauf, ne? Ja. Und ich habe einfach so ein Faible für so alte, schöne Puppen. Und neulich war auch eine Puppe mal drin, die in so einer ehemaligen Boutique gestanden hat. Und ja, da schlage ich einfach manchmal zu. Und die sind dann relativ günstig. Und ich habe jetzt schon 4 und das reicht auf jeden Fall. Also mehr brauche ich nicht. Aber ich finde es ganz schön, wie jetzt hier zum Beispiel im Garten, das habe ich so noch nicht gemacht, einfach direkt was zeigen zu können, wie es so wirkt, ne? Und jetzt auch da das Futter daneben. Also ich glaube, das ist jetzt eine ganz gute Möglichkeit gewesen für dieses Live und ja, überhaupt. Also ich bin mit diesen Puppen total happy und eben fürs Drapieren sind die auch gut. Abgesehen davon, dass es in der Wohnung einfach ja so schön ist damit, so eine tolle Atmosphäre macht. Ja, ich glaube, das war's eigentlich schon so ziemlich. Ich gebe euch, wie gesagt, Bescheid, wann ich nochmal live gehe oder ob ich einfach mein Teil dann poste in einem Beitrag. Auf jeden Fall wollte ich euch jetzt erstmal zeigen, wie weit ich gekommen war. Und ja, freue mich auf eure Beispiele, wenn ihr noch Lust dazu habt. Und sonst ist es natürlich immer so, dass es ja auch nach dem eigentlichen Monat immer noch eine gute Möglichkeit ist. Ja, ach ja, hier meine Bluse, ne? Der gleiche Schnitt wie die Jacke. Schnittmuster perfekt anpassen für Oberteile. Okay, das war's schon, ihr Lieben. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Montagabend und freue mich auf eure Beiträge. Okay, macht's gut. Tschüss.